Was machen wir jetzt für eine Sprache? Englisch oder Deutsch? Englisch oder Deutsch? Beides. Englisch ist okay? Englisch besser. Bismillahirrahmanirrahim. With permission, inshallah, we make a small sohbat and to get blessings, inshallah, through this, even if small sohbat, with a niyat to be with Mawlana Shaykh, inshallah, and to receive some of his tajallis on this special occasion now. And alhamdulillah, we have a very special day today. We have, first of all, Yawm al Jum'a. We have day of Juma, and which is already, mashallah, a very blessed day for us. And then also together with this we have day of Arafah, and day of Arafah is the best day. And like Laylatul Qadr is the best night, most valuable night, day of Arafah is the most valuable day. And Mawlana Shaykh Muhammad, he was encouraging us to do more good deeds on this day, saying that everything is minimum, not every good deed, not 10 times, but minimum 700 times as usual. Value not 10 times, but 700. So he said on that day, it's very good if people can fast, and then also make a certain wazifa, make more zikr, and then give charity, and do any good deed what you can do on that day to receive the blessings. And there's much more blessings than usual. And to fast on that day is not obligation, but and it will not be obligation, cannot be obligation, but it is very strongly recommended, because he said, what is Allah, He gifting you on that day, what He giving you as a present on this special day, day of Arafah, if you are fasting and doing good things, then what you miss, if you don't do it, what you miss, it is so big. That is a big pity. It's very sad if somebody don't get these gifts, not trying to reach these gifts. So for that day, for that reason, it's very strongly recommended to fast on that day. And alhamdulillah, also we have long summer days now in Germany, other countries also, but in Germany very long fasting days. So we can feel a little bit with our brothers who are now in Yawm al-Arafah, in the heat, in the tent, and they are becoming hajjis, mashallah. We can feel a little bit with them, connect with them. We are putting our heart also with this, busy with Dhikrullah, busy with our Haji brothers, and making dua for them. They are making dua for us, praying for people, every human being, their families, the ones which they left them in their countries, and we are praying for them also. And maybe Allah, with this, He let us have a share from that also. And that's a very, very big blessing, very big gift. And we make niyat, inshallah, to be with them, and that Allah may reward us our small things that we do, may give us, and not prevent us from that, and forgive us our mistakes, inshallah, and let us have these blessings fully from Him, inshallah. Yeah. So, make it small, this one in German also. And wir haben, alhamdulillah, heute einen speziellen Tag. In den speziellen 10 Tagen, ja, die auch sogar im Koran erwähnt sind, oder wird von Nächten gesprochen, Layal in Ashir. Das sind die 10 Tage von Dhul Hijjah, die ersten 10 Tage von Dhul Hijjah. Und der beste Tag von den beiden, von diesen 10 Tagen, ist der 9. Tag, der Tag von Arafah. Ja, ist der beste Tag im Jahr und so wie die beste Nacht Laylatul Qadr ist, der beste Tag Yawm al-Arafah. Wer an diesem Tag fasten kann, kriegt von Allah Jalla Jalaluhu große Geschenke. Ja. Es ist keine Pflicht, das zu machen, aber Mawlana Shaykh Muhammad hat das sehr empfohlen. Er hat gesagt, es ist schade drum, diese Geschenke, die Allah für einen bereithält, speziell in dieser Zeit, dass man die sich entgehen lässt. Ja, so. Das ist keine Pflicht, aber deswegen hat er das sehr, sehr stark empfohlen. Und alles, was wir an dem Tag machen, ist nicht 10-mal mehr wert, so wie wenn wir eine gute Tat tun. Normalerweise Allah Jalla Jalaluhu gibt uns mindestens 10-mal davon wieder, was wir gemacht haben. Ja? Also 10-mal mehr. Er verzehnfacht das sofort. Eine gute Tat, er verzehnfacht die. Ja. So wie Shaykh Muhammad auch hier uns erklärt hat, ja, die gute Tat wird sofort aufgeschrieben und verzehnfacht von Allah Jalla Jalaluhu. Schlechte Tat wird, wenn die verrichtet wurde, nicht mal aufgeschrieben. Dann wird erst gewartet. Allah sagt, warte, schreibt es nicht auf. Warte, bis das, ob er nicht um Vergebung bittet. Und wenn der Diener um Vergebung bittet, dann wird die Tat nicht mal aufgeschrieben. Die schlechte Tat. So ist Allahs Barmherzigkeit. Und an dem Tag von Yawm al-Arafah ist alles, was wir machen, 700 Mal mehr wert. Und deswegen sollen wir fasten, und deswegen sollen wir Sadaqa geben, sollen wir gute Taten verrichten, jede gute Tat, und Zikr machen, ein spezielles Wazifa, was auch Mawlana Shaykh empfohlen hat. Ja, wer das kann, soll das auch machen. Natürlich alles andere, auch Koran lesen, Dalal al-Khairat lesen und sich damit beschäftigen. Und so auf diese Art und Weise auch sein Herz verbinden mit den Hajjis, die auch in Arafah sind, ja, die in diesem Platz sind, Platz von Arafah, an diesem speziellen Tag, ja, und zu Hajjis werden. Und ohne diesen Tag würden sie keine Hajjis werden. Ja. Hajjul Arafah. Und wir haben, alhamdulillah, auch einen langen Sommertag, langen Fastentag. Und sind somit auch alle ein bisschen, jeder der fastet, ist auch ein bisschen am Leiden. Ja, und so wie die da in den heißen Zelten dann sind und Zikr machen und Dua machen und ja, ihre Herzen verbinden mit Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Allah Jalla Jalaluhu und zu Hajjis werden, so können wir ein bisschen mitfühlen, inshallah. Und sie sind dort und sie machen Dua für die, die sie hinterlassen haben. Ja, für ihre Familien, für ihre Bekannten, Verwandten, Nachbarn, ja, und machen Dua, und wir machen auch Dua für sie, inshallah. Und mit dieser Niyat, inshallah, lässt Allah uns auch an diesem Segen ein bisschen teilhaben, ja? So wie er das will. Vielleicht ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen viel, das weiß Allah Jalla Jalaluhu, ja, der ist barmherzig, der macht das ohne Grenzen. Und dann machen wir die Niyat dafür, dass Allah uns vergibt. Ja. Und beim Juma haben wir auch die Hadith vorgelesen, dass wenn wer fastet am Tag vom Arafah, ja, dass Allah ihm vergibt, ein Jahr, alles was davor war, ein Jahr, alles was darauf folgt. Alles was darauf folgt auch. Das ist schon mal gut. Dann können wir machen, was wir wollen, ein Jahr lang. Also we mentioned in the Hadith also in Juma that who is fasting day of Arafah, yeah, that Allah will forgive him his everything 1 year before and 1 year which is coming also. It's good news. Yeah, so I will not say it in English also, it's not good. But may Allah forgive us inshallah for blessing of this day, blessing of our Mashaykh inshallah. Forgive me for speaking. Willst du das noch sagen mit dem Allahu Akbar, oder schlecht das ja auch erklärt? Ah, okay. So the takbir is, we're making after every prayer now, for these special days, we're making takbir 3 times after each prayer. Not when we're leaving the La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, we're making the takbir. And started this morning after Fajr, and then it's going to be for day of Arafah, means 9 of Dhul Hijjah, 10 of Dhul Hijjah, all the 3 Eid days, all the Eid days, until the 4th, huh? Until the 4th day, until Asr. Yeah, so 9, 10, 11, 12, on the 12th Dhul Hijjah, until Asr, Takbir, and then it's finished. Then again to normal, inshallah. Auf Deutsch, ja, in dieser Zeit haben wir auch eine spezielle Wazifa, eine spezielle Sache, die wir machen sollen, und das ist, dass wir nach den Gebeten Takbir rezitieren. Ja. 3 Mal, immer Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Das immer 3 Mal nach jedem Gebet. Hat angefangen heute Morgen nach dem Fajr. Und jetzt geht das so weiter, ja, wir haben jetzt den 9. Dhul Hijjah, dann 10., 11., 12. bis zum 12. Dhul Hijjah, bis zum Asr, Takbir, nach jedem Gebet. Ja. Montag, ne? Bis Montag ist das dann, ne? Ja. Heute ist Freitag, Samstag? Dritter Eidtag, ne? Genau, bis zum 3. Eidtag. Ja. Also bis Montag zum Asr, inshallah, Takbir, und dann wieder zurück zu normales La ilaha illallah, normales Programm. Amen.